So, und hier habe ich jetzt noch einen Trailer im Fall Peggy. Und da hebe ich hervor, praktisch, wie man diesen unschuldigen Ulvi von der Justiz praktisch, wie man da auf die eine Weise den Fall an die Wand gefahren hat und einen Unschuldiger verfolgt hat. Und als man dann einen gehabt hat, der für den auch alles gesprochen hat als Täter, wo man auch wirklich Belege und Beweise hatte, da hat man den Fall ebenfalls wieder an die Wand gefahren. Also das führe ich alles aus in diesem Fall hier und vergleiche da, also diese Justizmissstände, also da gibt es auch noch den Badewannenmordfall Manfred Geditzky, wo es jetzt auch solche Justizmissstände gab und da gab es eben Parallelen. Okay, soweit dieser Trailer. Alles weitere im Artikel, den ich verlinke.